Heute in Helvetikus, der Henri Dunant und das Rote Kreuz. Unsere Geschichte spielt im Jahr 1862 im italienischen Solferino und in Genf. Das ist der Henri Dunant, ein Geschäftsmann, der unterwegs ist, um mit dem französischen Kaiser zu reden. Kurz vor dem Ziel aber kommt der Henri Dunant an ein schreckliches Schlachtfeld an. Es hat viele Verwundete. Aber niemand, der diesen armen Soldaten hilft. Aber da braucht es doch jetzt den Arzt. Ein paar Soldaten haben gar noch nicht gemerkt, dass die Schlacht schon vorbei ist. In dieser schrecklichen Schlacht sind sogar die Ärzte angegriffen worden. Aber der Arzt da ist ganz schön komisch. Er sucht sich seine Patienten aus und hilft nur denen, die zu seiner eigenen Armee gehören. So gemein. Der Henri Dunant denkt, ein verwundeter Soldat ist kein Soldat mehr, sondern ganz einfach ein Mensch, der Hilfe braucht, egal für welche Seite er gekämpft hat. Es hat einfach viel zu viele Verwundete. Und unter diesen Umständen da kann man sie nicht behandeln. Der Henri Dunant hat eine Idee. Er kommt aus dem Dorf zurück mit allen Frauen und sagt ihnen, sie sollen jetzt als Krankenschwester helfen. Und zwar jedem, ganz egal, welche Uniform einer anhat. Er hat gesagt, jedem helfen. Der Blaue und der Weiße. So ist gut. Jetzt muss er alle Verwundeten in Sicherheit bringen. Das ganze Dorf ist wegen dieser Schlacht zerstört. Aber ein Haus steht noch. Es hat einfach zu viele Verwundete. Man muss einen anderen Ort finden. Ja, da die Kirche, die würde sie doch gut als Spital machen. Und so sind dank dem Henri Dunant alle Verwundeten wieder gesund worden. Wieder daheim schreibt der Henri Dunant ein Buch über seine Erlebnisse und schlägt vor, dass allen verwundeten Soldaten geholfen werden soll. Ärzte und Pfleger sollen bei ihrer Arbeit im Krieg nicht gestört werden. Und damit man sie erkennt, sollen sie ein Zeichen tragen, das sie von den Soldaten unterscheidet. Der Henri Dunant hat sein Buch allen wichtigen Leuten auf der ganzen Welt geschickt und alle sind mit ihm einverstanden gewesen. Man muss unbedingt so etwas machen. In Genf wird beschlossen, dass Henri Dunant seine Idee und sein Wunsch wahr werden soll. Und man hat das Rote Kreuz gegründet. Und das ist das Ende unserer Geschichte. Vielleicht ist nicht alles genau so passiert, aber heute noch ist in einem Krieg oder bei einer anderen Katastrophe das Rote Kreuz da, um allen zu helfen. Ganz egal, wer sie sind.